Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von moi. Und zwar habe ich heute mal einen kleinen, großen Kosmetik-Haul für euch. Wie es wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, auf Instagram und Co. bin ich leider trotz aller Anstrengungen nicht in die Top 20 der Nyx Face Awards gekommen. Was mich sehr enttäuscht hat und sehr traurig gemacht hat. Ich habe mich auf Arbeit im Klo eingeschlossen und geheult. Aber dann war es halt einfach noch nicht gut genug. So, ich weiß eigentlich, was ich noch besser machen kann und das setze ich da einfach nächstes Jahr um. Das Ding ist aber, ich habe mich halt einfach 2 Jahre auf die Teilnahme an diesem Wettbewerb gefreut. Habe halt mich seit einem halben Jahr auf dieses Video vorbereitet und da dachte ich mir so, ich möchte und werde das nicht auf mir sitzen lassen, dass ich nicht weitergekommen bin, denn ihr kennt mich, wenn ich was will, dann kriege ich das auch, egal auf welchem Weg. Und zwar hätte ich ja, wenn ich in die Top 20 gekommen wäre, ein riesengroßes Schminkpaket, ein 9 Kilo Paket von NYX Professional Make-up bekommen. Und da habe ich mir gedacht, gut, du hast noch ein bisschen Geld übrig, machst du mal eine ordentliche Bestellung. Und weil ich das halt nicht auf mir sitzen lassen wollte, habe ich mir einfach selber ziemlich viel von NYX und auch noch von anderen Marken gekauft. Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, ich habe mir nicht nur die Schminke geholt, weil ich sie ja jetzt nicht von NYX bekommen habe. Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, also kann ich jetzt auch mitmachen, auch wenn es nicht offiziell ist. Aber ich dachte, wenn dann die Challenges rauskommen, was ja jetzt die erste Challenge Vintage Doll ist, lasse ich mir einfach trotzdem einen Look zu einfallen und filme den hier auf YouTube für euch ab. Weil erstens, ich habe dann ein bisschen Content zum Hochladen. Zweitens, ich habe coole Make-up-Arts für euch. Und drittens, ich kann natürlich üben und gucken, okay, wie mache ich das am besten bei den NYX Face Awards. Und dann habe ich schon mal gute Übungen für nächstes Jahr. Quasi mache ich trotzdem bei den NYX Face Awards mit. Aber halt inoffiziell und nächstes Jahr hoffe ich dann, dass ich weiterkomme. Da ich ja jetzt auch nicht Millionärin bin, Friseur-Azubi im ersten Lehrjahr, um genau zu sein, und sich einige denken können, dass man da nicht unbedingt so viel verdient, habe ich natürlich nicht im Originalshop gekauft. Ich habe natürlich meine Lieblings-Shopping-App Kleiderkreisel benutzt. Wenn man auf Kleiderkreisel Secondhand kauft, heißt das nicht unbedingt, dass man benutzte Sachen kaufen muss. Ich meine, ich sage es immer wieder, ich kaufe eigentlich alles, auch Kosmetik auf Kleiderkreisel, weil man da auch auswählen kann, dass es neu sein kann, also komplett unbenutzt. Ich habe 2 Parfüms komplett neu dort gekauft für die Hälfte des Preises. Und man kann einfach super, super viel sparen. Und deswegen dachte ich, ich mache mal ein Schnäppchen XXL Kosmetik Haul. Ich zeige euch die Produkte, die ich gekauft habe und ich sage euch, was es im Original gekostet hätte. Und was ich tatsächlich bezahlt habe. Die Preise, die ich nenne, die ich bezahlt habe, sind immer inklusive Versand, weil es sind ja von Privatverkäufern, die das selber loswerden wollen. Und da habe ich dann immer einen Preis ausgemacht, inklusive Versandkosten. Und das ist der Preis, den ich euch hier nenne. Und zuallererst zeige ich euch mal, also ich habe nicht nur Kosmetik bestellt, ich habe auch eine Klamotte bestellt. Und zwar diesen Jumpsuit, den ich gerade trage. Ich weiß nicht mehr, wo sie ihn her hat, die Kreislerin. Ich habe diesen Jumpsuit für 16 Euro inklusive Versand bekommen. Hat wahrscheinlich so 20 bis 30 Euro im Original gekostet, denke ich mal. Das ist wie ein ganz normaler Jumpsuit mit so einer Hose und hinten ist halt noch so ein Schleier dran, was es von hinten aussehen lässt wie ein bodenlanges Kleid, also da geht wirklich bis zum Boden. Und was ich total süß fand, sie hat diesen Jumpsuit mir geschickt und hat sich dann einfach noch die Mühe gemacht, einen Brief beizulegen. Das ist einfach mega süß. Ich habe noch nie so eine engagierte Kreislerin gesehen, die sich wirklich so eine Mühe macht und extra so einen ganzen Brief abtippt. Und dann hat sie mir noch ein kleines Geschenk dazu gelegt. Ja, auf Kleiderkreisen legen die Verkäufer öfter mal kleine Geschenke oder kleine Warenproben mit dazu. Und das Geschenk hätte ich absolut nicht erwartet. Sie hat auch nicht gesagt, dass sie ein Geschenk mit reinlegt. Das ist einfach orangene Haarkreide. Und dann hat sie einfach extra noch eine kleine Anleitung hingeschrieben, wie man Haarkreide benutzt. Wollt ihr, dass ich das mal aufnehme, wie ich die Haarkreide ausprobiere? Weil ich habe das selber noch nie gemacht und bin voll gespannt. Auch ob man das überhaupt auf meinem Blau noch sieht. Oder soll ich das mal ausprobieren vor der Kamera? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder gebt einen Daumen hoch. Und dann habe ich mir etwas von MAC gekauft. Das Cleanse Off Oil in der 6ml Version. Ja, das ist quasi ein Öl zum Abschminken. Ich habe inklusive Versand 3,90 Euro dafür bezahlt. Und zwar habe ich mir von NYX die Color Correcting Concealer Palette geholt. Auch komplett unbenutzt. Ich habe die jetzt nur schnell für mein Make-up hier benutzt. Ich blende euch die Sequenz einfach mal ein.
Da habe ich 7 Euro inklusive Versand für bezahlt. Und die hätte im Original 11,90 Euro gekostet. Also 2 Sachen insgesamt habe ich im Laden gekauft, also bei DM, weil es das einfach nicht auf Kleiderkreisel gab, zumindest nicht in der Farbe, die ich brauchte. Und zwar habe ich mir ein NYX HD Studio Phonogenic Concealer geholt. Ich wollte erst den Farbton 03 Light nehmen, weil ich dachte, der könnte passen, aber der war mir irgendwie so ein zu rosastichig. Und meine Haut hat halt einen leichten gelben Unterton. Und auf der Seite von NYX steht halt, dass die Farbtöne 03 Light und 02 Fair einen pinken Unterton haben. 02 Fair kam mir aber irgendwie vor, als hätte der so einen leichten gelben Unterton. Deswegen hat auch besser gepasst, deswegen habe ich den letztendlich genommen und bezahlt habe ich 6,90 Euro. Noch was, was ich mir auch im DM direkt geholt habe, und zwar die NYX Time & Frey Eyebrow Pomade. Ja, die habe ich zwar schon und auch noch nicht alle gemacht, allerdings habe ich den Farbton Chocolate. Und ich habe mich schon in so vielen Videos gerechtfertigt mit, ja, ich weiß, die Farbe ist zu warm für meine Augenbrauen, aber ich will es noch aufbrauchen. Aber mittlerweile ist es einfach so ausgetrocknet, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich davon viel rauskriege und mich kotzt meine Augenbrauenfarbe einfach an mit diesem Teil. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, scheiß drauf, wenn du einmal im DM bist und diesen Concealer holst, dann holst du dir einfach auch eine neue Augenbrauenfarbe. Du gibst sowieso gerade einen Haufen Geld für Kosmetik aus, warum eigentlich nicht? Und da habe ich mir jetzt den Farbton 03 Brunette geholt und der ist eigentlich ungefähr in der gleichen Farbtiefe wie Chocolate, aber kühler, viel kühler, arschiger. Und das ist super, weil das passt perfekt jetzt zu meiner Augenbrauenfarbe. Und für die Tame & Frame Augenbrauenpomade habe ich ebenfalls 6,90 Euro bezahlt. Dann habe ich mir ein neues Augenbrauengel gekauft auf Kleiderkreisel. Und zwar NYX Control Freak. Das ist ein klares Augenbrauengel. Und ich habe es schon ausprobiert und es hält die Augenbrauen einfach super in Form. Für dieses Augenbrauengel habe ich 4 Euro inklusive Versand bezahlt. Und jetzt schaue ich mal eben noch, wie teuer das in real ist. Auch 6,90 Euro. Dann habe ich mir was auf Kleiderkreisel gekauft, wo ich mir dachte, oh mein Gott, mega. Also ich dachte mir zuerst, okay, eigentlich hast du genug Mascara, aber die sieht so interessant aus, musst du unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich es getan, ich habe mir die Wear of the Hype Mascara von NYX geholt und ich muss sagen, sie ist wirklich dem Hype wert. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr euch einfach mal die Sequenz anseht, wo ich die Mascara aufgetragen habe, oh mein Gott, die macht so krasse, lange, dunkle Wimpern. Das ist einfach der Wahnsinn. Und zwar hätte ich normalerweise für die Wear of the Hype Mascara 8,90 Euro bezahlt und habe inklusive Versand auf Kleiderkreisel einfach nur 5,40 Euro dafür bezahlt. So, jetzt kommen wir noch zu etwas, worauf ich sehr stolz bin, denn das ist mein allererstes Produkt von Anastasia Beverly Hills. Ja, und zwar habe ich mir ein Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills geholt. Und zwar ist es dieser hier, den habe ich jetzt auch gerade drauf. Ich mag eigentlich gar keine pinken Lippenstifte oder Lipglosse, aber das ist irgendwie so ein richtig erfrischendes Kirschpink. Ich habe ihn aufgetragen das erste Mal und dachte mir, okay, da braucht man einen Lip Primer drunter, weil der sich echt stark absetzt auf die Lippen. Und dann, ich habe halt immer so Hautschüppchen drunter und deswegen mache ich immer so einen Lip Primer von Make-Up Factory drunter. Und dann sitzt jeder Lippenstift wahnsinnig gut und ist alles schön ebenmäßig und weich. Ja, und hier habe ich echt gemerkt, der trocknet extrem schnell und auch extrem matt. So, dass ich echt das Gefühl habe, der könnte meine Lippen ein bisschen austrocknen. Deswegen am besten Peeling und Pflege davor. Hat aber auch den Vorteil, dass er bombenfest hält. Wirklich, man kann reiben und reiben und reiben mit den Lippen. Er geht nicht ab, wirklich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ihn auf Arbeit drauf und dann habe ich irgendwas Fettiges gegessen, irgendwas mit Käse. Er war so voll ab. Das ist übrigens die Farbe Carina. Ich habe für den Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick inklusive Versand 8 Euro nur bezahlt. Also auf der Seite von Anastasia Beverly Hills steht 20 Dollar, also wahrscheinlich so um die 18, 17 Euro. Das nächste, was ich auf
Kleiderkreisel gekauft habe, etwas, was ich schon so lange wollte, ist der Glitter Primer plus ein paar Glitzer. Einmal so ein grünes Glitter, das hatte ich noch nicht ausprobiert, aber dann so ein holographisches Glitter hier in der Mitte und schwarzes Glitter und oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Okay, das waren all die Sachen, die bereits angekommen sind und jetzt erzähle ich euch noch von den Sachen, die ich bereits bestellt habe und die auch bald ankommen müssen, die aber leider noch nicht da sind. Ebenfalls noch bestellt habe ich die NYX Vivid Brights Eyeliner in den Farben Gelb und Hellgrün. Ich weiß gerade nicht, wie diese genauen Bezeichnungen davon heißen, weil andere Farben hatte die gerade nicht. Und dafür habe ich insgesamt 6 Euro bezahlt. Also hätte ich für 2 Eyeliner 11,80 Euro bezahlt. Dann habe ich mir noch die NYX Total Control Drop Foundation bestellt. Ich hatte ja jetzt die ganze Zeit die Drop Foundation in der Farbe 06 Vanilla. War mir allerdings im Winter schon ein bisschen sehr hell. Hat auch so einen gelben Unterton. Also perfekt für den Winter, finde ich. Da jetzt allerdings der Sommer kommt, habe ich mir gedacht, okay, nimmst du den nächst dunkleren Ton mit gelbem Unterton. Und das ist bei mir die 08 True Beige. Also auf Kleiderkreisel habe ich inklusive Versand 13,50 Euro bezahlt. Normal hätte ich bezahlt 15,90 Euro. Außerdem noch, weil ich damit sehr zufrieden war, habe ich mir noch von NYX das Matte Finish Setting Spray geholt. Habe inklusive Versand 5,50 Euro bezahlt und hätte im Laden 7,90 Euro bezahlt. Dann gibt es nur noch eine Sache, die ich mir von NYX gekauft habe, und zwar den NYX Wonder Stick in der Farbe Light. Einfach weil da der Konturton der kühlste war. Wenn es etwas gibt, was ich nicht mag, dann ist es zu warme Kontur. Also alle anderen Sticks, alle anderen Farben hatten einen gelben bis rotbraunen Unterton in der Konturfarbe. Was ich nicht verstehe. Ich meine, Kontur hat bei mir kühl zu sein. Das kann man nicht warm machen, das geht doch nicht. Also ich habe 6 Euro inklusive Versand bezahlt und hätte original 11,90 Euro bezahlt. Und dann habe ich mir noch ein Mask gekauft, was nicht von NYX ist. Der Mary Luminizer. Oh mein Gott, das ist mein absoluter Lieblingshighlighter. Und die Farbe passt auch perfekt zu mir. Und deswegen dachte ich, okay, meiner ist jetzt echt, da sind nur noch so ein paar Krümel drin. Dann bestelle ich mir den nochmal richtig und ich habe insgesamt 15 Euro bezahlt. Und original hätte ich ca. 23 Euro bezahlt. Genau, und dann gibt es eigentlich nur noch 2 Sachen, die ich noch gerne haben wollte, aber wo die Kreislerin mir immer noch nicht zurückgeschrieben hat, verstehe ich auch nicht. Man schreibt denen die ganze Zeit, will ihnen eigentlich dein Geld zuwerfen, so nach dem Motto, hey, ich will dir mein Geld geben, bitte verkauf mir das. Sogar nicht mehr runtergehandelt, sogar zum Originalpreis, aber die melden sich dann einfach nicht. Die denken sich so, ne, warum denn? Und ich rechne jetzt mal ganz kurz aus, was ich insgesamt bezahlt habe und was ich bezahlt hätte, wenn ich das alles zu Originalpreis gekauft hätte. Also, ich habe jetzt alles mal ausgerechnet und ich habe insgesamt durch Kleiderkreisel, dadurch, dass ich Secondhand gekauft habe, insgesamt 112,10 Euro bezahlt. Ja, ist für mich jetzt schon ein ganz schöner Betrag. Und wenn ich alles zu Originalpreisen gekauft hätte, hätte ich 165 Euro bezahlt. Ja, genau. Deswegen, ihr seht, es lohnt sich wirklich, einfach mal Secondhand zu kaufen. Auch denn da ist es auch neu. Ihr könnt es euch aussuchen. Also dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig, weil sonst werdet ihr meine Videos wahrscheinlich nicht angezeigt bekommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch mal auf Kleiderkreisel oder eBay Kleinanzeigen oder Spock oder so kauft und nicht immer original. Würde mich wirklich mal sehr interessieren. Und habt ihr auch einige Sachen von denen, die ich mir jetzt gekauft habe? Und wie kommt ihr damit klar? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Und bis dahin, ciao. Bye, bye.